Heute ist es soweit. Der mediterrane Tomatenaufstrich, auf den ihr schon seit Wochen wartet. Ich habe mir deswegen extra was Rotes angezogen, damit man die Sauerei nicht so sieht, falls es spritzt. Also, wir fangen an. 60 Gramm Öl. Nehme ich jetzt mal was ganz Besonderes. Denn jetzt werde mal ein bisschen angebraten heute. Das kann der TM6 nämlich. Der hat eine Anbratfunktion. 250 Gramm Möhren in Stücken. Eine Zwiebel geachtelt. So, jetzt kommt's. Der Spritzschutz auf den Deckel, damit nichts rauskommt. Fertig. So, jetzt drehen wir mal. Jetzt dünstet der Thermomix TM6 das Ganze an und brät das ein wenig an und wir sehen uns irgendwann wieder. Thomas, es bimmelt. Ja, ich bin ja schon da. Bin da. So, jetzt kommt Spritzschutz fort. Messbecher rein. Jetzt auf Stufe 5. Jetzt wird das Ganze zermatscht. Zerkleinert, wie man so schön sagt. Das war's schon. Nee, das war's noch nicht. Weiter auf Stufe 5. So. Komm, jetzt rotier mal ein bisschen. Geht doch. So, mit dem Spattelchen nach unten schiebe. Oh, Carsten, guck mal, mach mal, filmen wir da neu. Gut, so, jetzt haben wir 40 Gramm de Bütterchen in Stücken. So, haben wir dann hier. Oh, geht noch ein bisschen. Ja, mach's doch kaputt. Ja, ist doch scheißegal, geht doch, ist doch Edelstahl. Na, noch 6 Gramm. Sind das 6 Gramm? Muss ja schmecken. So. Jetzt kommt's. Darum heißt das Ding Tomateaufstrich, weil hauptsächlich Möhren drin sind. Ach ja, oder? Ist doch wahr. Jetzt kommt ein bisschen Tomatenmark dazu, 120 Gramm. So, jetzt kommt Thymian, Oregano und ein bisschen Salz. Ich nehme aber dafür mein italienisches Gewürz, wo so ziemlich alles drin ist. Nur kein Salz. Ein Löffelchen voll. Und dieses wahnsinnig tolle Gewürz gibt es natürlich nur im Gewürzhaus Schnorr, wollte ich nochmal gesagt haben. Erneide mit. Noch ein bisschen Salz dazu. Hast du die Batterien gewechselt? Nö. So, jetzt geht der ganze Klumpatsch wieder durch. Jetzt passt auf. 15 Sekunden. So, fertig ist die Suppe und fertig ist der mediterrane Tomatenaufstrich. Ui. Ja, jetzt haben wir ihn endlich. Bis zum nächsten Mal. Da gibt es Spaghetti Carbonara. Muah.